So ist gut, Mechaniker. Wir machen die Werkstatt schön sauber. Oh, klingt, als hätten wir einen Kunden. Es ist Familie Truck, Mami Truck, Mami Recycling und Baby Truck, die nicht gerade glücklich aussieht. Ein Wackelzahn? Das ist kein Grund zur Sorge, Baby Truck. Wenn er rausfällt, kannst du ihn unter dein Kissen legen. Dann bekommst du eine Goldmünze. Oh nein! Baby Truck hat ihren Wackelzahn weggeniest. Oh, keine Sorge. Wir finden ihn. Los, los, Mechaniker! Igitt! Tut mir leid, Grüni, aber das ist kein Zahn. Oh, oh, oh! Vorsicht, Gelbi! Wir haben die ganze Werkstatt abgesucht, aber wir finden Baby Trucks Zahn einfach nicht. Oh. Wartet mal! An einem Ort haben wir noch nicht geguckt. In Blauis Staubwedel. Aha! Bitte schön, Baby Truck. Jetzt nimm ihn mit und leg ihn unter dein Kissen. Wir sehen uns bald wieder zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Bis bald! Hallo zusammen. Willkommen bei Geckos Werkstatt. Heute ist ein ruhiger Tag. Wir machen ein bisschen Frühjahrsputz. Hä? Was war das denn für ein Geräusch? Bobby, der Bus? Du siehst ja gar nicht gut aus. Komm, wir sehen uns dich mal an. Oh je, Mimi. Bobby geht es gar nicht gut. Mal sehen, ob wir herausfinden, was los ist. Vielleicht brauchst du mehr Kühlflüssigkeit. Los, los, Mechaniker! Nein, daran lag's nicht. Wartet mal. Aha, der arme Bobby hat ein Ölleck. Der Motor braucht Öl, um geschmeidig zu laufen. Das können wir reparieren. Der Grund für deine Schmerzen ist, aus einem Rohr läuft Öl heraus. Grüni repariert's mit List, die Funken fliegen. Applaus, Applaus! Dann noch ein Pflaster angebracht. Ja. Hurra! Grüni, Blaui, gut gemacht! Geht es dir besser, Bobby? Ein weiterer zufriedener Kunde. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal bei Geckos Werkstatt. Bis bald! Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Oh nein! Max hat
kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Haha, Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Ah, Max, fahr! Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Komm, Grüni. Lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Da ist Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck. Das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Zusammen. Heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam! Das sind Heliumballons, deshalb steigen sie hoch. Ah, alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona! Fahr nicht auf den nassen Sand! Schnell! Die Flut kommt! Irgendwie kriegen wir dich raus, Fiona. Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Ballons, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es!
Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker. Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hurra! Ah, es ist so schön, Urlaub zu haben. Ich liebe Camping. Das Feuer wird sehr klein. Gelbi, holst du bitte noch etwas Feuerholz? Zeit für eine Geschichte. Ich glaube, das Geschichtenbuch ist im Wohnwagen, Grüni. Danke, Gel. Warte mal. Das ist doch der Radstopper. Das heißt... Schnell! Haltet den Wohnwagen! Ich muss ihn doch irgendwie stoppen können. Danke, Grüni. Heiliger Schraubendreher. Hurra! Gut gemacht, Tilly. Oh, gut gemacht, ihr alle. Problem gelöst. Ja, Grüni, jetzt ist Zeit für eine Geschichte. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis bald. Gleich sind wir wieder in der Werkstatt, Mechaniker. Wow! Jemand hat auf der Straße Müll verloren. Da liegt sehr viel. Und Mama Recycling sieht nicht glücklich aus. Komm mit. Wenn wir der Spur folgen, finden wir raus, wer es verliert. Die Spur führt nach links. Es ist Dylan. Dylan Kipplaster. Durch die kaputte Ladeklappe verliert er Müll. Aber seine Musik ist so laut, dass er es nicht bemerkt. Mechaniker, wir müssen Dylans Musik leiser stellen. Lasst uns zur Rettung dies verwenden, anstatt es einfach zu verschwenden. Dylan! Dylan! Deine Ladeklappe ist kaputt. Aber keine Sorge, ich repariere das. Und Mami Recycling und die Mechaniker sortieren den Müll. Fertig. Wie läuft das Recycling? Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Dylan, mach leiser! Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Bobby Bus ist gerade zur Kontrolle hier. Wir sind fast fertig. Oh.
er kann mich nicht hören. Mechaniker, schnell, tut etwas. Vorsicht, da ist eine Brücke. Wow, heiliger Schraubendreher. Oh ja, eine hohe Brücke. Gute Idee, Mechaniker. Wenn ich nur daran... Oh! Verpasst. Was jetzt? Oh! Wow! Gute Idee, Gelbi. Du hast mich gerettet. Schon okay, Bobby. Du wusstest es nicht. Und niemand ist verletzt. Danke für eure Hilfe, Mechaniker. Was würde ich nur ohne euch tun? Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Es ist ein schöner, sonniger Tag, also wird Roti heute aufs Dach steigen. Und unsere neuen Solarplatten anschließen. Die saugen die Energie von der Sonne auf und machen daraus sauberen Strom für die ganze Werkstatt. Hallo, Bobby. Wow. Sieh dich nur an. Du bist ja ganz schmutzig und wir haben dich erst gestern sauber gemacht. Kein Problem. Plitsch, plitsch und platsch, aktiviere Geckos Autowaschanlage. Du bist wieder sauber und bereit für die Straße, Bobby. Du bist wieder schmutzig. Wie ist das passiert? Ich glaube, wir müssen dich per Hand waschen. Ja. Blitzsauber. Jetzt kannst du wieder auf deine Busstrecke, Bobby. Mach dich immer so schmutzig. Dein alter Benzinmotor. Was würdest du von einem neuen, sauberen Elektromotor halten? Sind die Solarplatten bereit? Die Platten wandeln die Sonnenenergie um. Und schon macht Bobby sauber. Brumm, brumm. Wir sehen uns bald wieder für noch mehr Spaß bei Geckos Werkstatt. Willkommen zum großen Rennen, bei dem ich, Wilbur T. Wiesel, beweisen werde, dass ich der schnellste Mechaniker der Stadt bin. In meinem Turbo-Motor-Monster-Truck. Alles gut, Tilly. Wir brauchen keinen Turbo-Motor, um zu gewinnen. Du hast mich noch nie enttäuscht. Okay, Gecko. Das Rennen beginnt, wenn die Ampel grün ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Haha. Los, Tilly, Abschleppwagen. Ich freue mich schon auf die glänzende Siegermedaille. Die wird zu meiner glänzenden Uhr passen. Sehr gut, Tilly. Schön gleichmäßig. Aktiviere den Turbomotor. Keine Zeit. Wir eilen zu Hilfe.
Wir sinken. Oh, Hilfe. Keine Sorge, Herr Wiesel. Wir holen euch da ganz schnell raus. Ich schätze, ihr habt offen und ehrlich gewonnen. Aber nächstes Mal werde ich gewinnen. Oh. Seid auch beim nächsten Mal wieder in Geckos Werkstatt dabei. Bis bald. Blaui! Blaui, wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui, holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hole mein Werkzeug. Ach du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Oh, hallo zusammen. Vicky Eiswagen ist gerade zur Reparatur hier. Wir sind jetzt bei den letzten Feinheiten. Danke, Gelbi. Bringst du mir bitte einen Schraubendreher? Vorsicht, Mechaniker! Der Schlauch ist voll mit eiskalter Luft, denn so hält Vicky ihr eiskalt. Gelbi, drück bloß nicht den Knopf! Mechaniker, ihr habt mich gerettet. Jetzt lasst uns Vicky fertig reparieren. Danke, Vicky. Bis bald. Da sind Mama Truck und Baby Truck. Warum wartet ihr hier? Der Tunnel ist blockiert und ihr kommt nicht durch? Das sehe ich mir mal an.
Wow, ein Niederbruch. Niederbruch. Wir sitzen hier fest. Keine Sorge, ich habe mein Werkzeug dabei. Wir brauchen größeres Werkzeug. Nicht mal Tilly ist stark genug, um den Felsen zu bewegen. Wie sollen wir hier rauskommen? Mama Truck, du hast uns gerettet. Ich sollte Erik Bagger anrufen, damit er die Felsen wegräumt. Wir sehen uns nächstes Mal zu Spaß und Abenteuer in Geckos Werkstatt. Wow, gut gemacht, Mechaniker. Eine saubere Werkstatt ist eine glückliche Werkstatt. Hihi. Seltsam, wir haben keinen Strom. Irgendwas stimmt mit unserer Solaranlage nicht. Oh je, das Sonnenlicht kommt nicht durch. Aber das ist keine normale Wolke. Lasst uns das untersuchen. Versuch's mal jetzt, Dylan. Ich verstehe das nicht. Dein Motor müsste funktionieren. Ich habe die Anleitung befolgt. Guten Morgen, Herr Wiesel. Ist hier alles okay? Alles in Ordnung, Gecko. Ich gebe auf. Lass mich mal nachsehen, Dylan. Die schlechte Nachricht ist, dass wir deinen Motor rausnehmen müssen. Aber die gute ist, dass ich einen neuen habe, der viel besser für dich ist und für alle anderen auch. Perfekt. Wir brauchen Hilfe von der Sonne. Und Dylan auch. Der Akku lädt sich mit Sonnenenergie auf, während wir Dylans neuen Elektromotor einbauen. Siehst gut aus, Dylan. Hihi. Gut gemacht, Grüni. Saubere Kunden sind glückliche Kunden. Und ein sauberer Planet ist ein glücklicher Planet. Hallo zusammen. Ich bin Gecko. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Baby Truck kommt heute zum ersten Mal in unsere Werkstatt. Wir haben deshalb für ihre Begrüßung etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hallo, Baby Truck. Bist du nervös? Ist schon gut. Du bist hier in sicheren Händen, oder, Mechaniker? Truck, warte! Oh nein! Wir haben Baby Truck verschreckt!
Keine Sorge, Mama Truck. Wir finden sie. Schnell, Mechaniker. Wir müssen Baby Truck finden. Arme Baby Truck. Wo kann sie denn nur sein? Versteckst du dich, Baby Truck? Weil du nervös bist? Weißt du was? Ich auch. Du bist das erste Mal in der Werkstatt. Wir wollten, dass es für dich was ganz Besonderes wird. Tut mir leid, wenn wir dich erschreckt haben. Aber ich verspreche, dass wir uns besonders gut um dich kümmern werden. Ist das okay? Schnell hoch mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Hab noch einen schönen Tag, Baby Truck. Du warst so tapfer. Gern geschehen, Baby Truck. Vielen Dank, dass ihr heute bei Geckos Werkstatt reingeschaut habt. Bis bald. Hallo zusammen. Hier ist Gecko. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Was? Das ist Baby Truck. Was war das, Baby Truck? Dein Schnuller ist weg? Sei nicht traurig. Wir finden ihn wieder. Los, los, Mechaniker! Sieh mal bei den roten Blumen nach. Siehst du da etwas? Was ist mit der grünen Hecke? Siehst du da etwas? Irgendwo hier muss er ja sein. Tut mir leid, Baby Truck. Ich finde deinen Schnuller nicht. Blaui! Gut gemacht, du hast ihn. Bitte schön, Baby Truck. Oh. Ende gut, alles gut. Danke für eure Hilfe. Bis bald. Hallo zusammen, heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi! Oh, Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen.
Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald! Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Baby Truck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker, lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir's nochmal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein. Du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren. Aber wir müssen leise sein. Oh. Oh. Phew. Das war knapp. Nein, 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 nein! Ah. Oh! Nein! Oh! 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 Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Thank you.
zusammen. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Heute ist es sehr matschig, also machen wir unsere Waschanlage bereit. Seht mal, da kommt Baby Chuck, um sauber gemacht zu werden. Hallo Baby Chuck. Lass mich mal raten, weshalb du hier bist. Plitsch, plitsch und platsch. Aktiviere Geckos Autowaschanlage. Das geht so nicht. Du bist immer noch schmutzig. Na klar. Wir haben vergessen, Seife nachzufüllen. Ohne Seife wird man natürlich nicht blitzsauber. Jetzt ist die Seife aufgefüllt. Dann können wir jetzt den Matsch wegwaschen. Sehr seltsam. Die Rollen müssten eigentlich den Schaum abwaschen. Aha, das ist es. Baby Chuck ist zu klein. Die Rollen kommen nicht ran. Die Waschanlage funktioniert. Und Baby Truck ist blitzeblank. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald.